Für Enes Fornia ist es kein wirklich schöner Tag. Sie hat Stress privat, Stress in der Schule und weiß einfach nicht, was sie machen soll. Sie geht zum Kühlschrank und holt sich zwei Dosen raus, auf denen groß Monster steht. Energy Drinks, jeweils 0,7 Liter sind da drin, deutlich mehr Koffein als bei uns. Und Enes sagt, wenn ich diese ganze Sache überstehen will, dann brauche ich diese Energy Drinks. Sie geht zurück in ihr Zimmer, setzt sich an den Schreibtisch, beginnt zu lernen, öffnet zuerst die eine Dose, dann die andere. Sie trinkt alles aus und nach 24 Stunden ungefähr liegt sie regungslos auf dem Boden. Ihre Eltern finden sie, rufen den Notarzt, der bringt sie ins Krankenhaus. Die Ärzte versuchen alles, aber es ist zu spät. Kurze Zeit danach ist Enes tot. Zwei Tage vor Weihnachten. Schuld an allem, sagen Enes Eltern, sind diese beiden Energy Drinks gewesen. Schuld daran ist Monster gewesen. Enes hatte nämlich einen Herzfehler und der in Verbindung mit den Energy Drinks, der hat zu ihrem Tod geführt, sagen die Eltern. Der Prozess läuft bis heute. 3 Jahre sind inzwischen vergangen. Aber wie gefährlich sind Energy Drinks denn wirklich? Und vor allem, wie gefährlich sind Energy Drinks für Menschen, die eigentlich komplett gesund sind? Wenn man mal richtig viel Stress hat oder total müde ist, dann, genau, greift man zu so einer Dose, macht sie auf, wartet einen kleinen Moment, bis es zischt, nimmt einen Schluck daraus, wartet dann noch einmal und nach kurzer Zeit setzt schon eine Wirkung ein. Man fühlt sich auf einmal wieder besser. Die Werbung sagt sogar, man bekommt Flügel verliehen. So oder so ähnlich habt ihr das vielleicht auch schon mal erlebt. Und was dafür verantwortlich ist, dass man auf einmal wieder mehr Leistung bringen kann, das dürfte auch klar sein, es ist Koffein. Und davon ist jede Menge hier drin. Aber was genau ist Koffein eigentlich? Naja, eigentlich ist Koffein was ziemlich Harmloses. Es ist ein natürlicher Stoff, der von Pflanzen gebildet wird, zum Beispiel von Kaffeesträuchern, und wirkt als so eine Art natürliches Insektengift. Insekten werden verscheucht durch das Koffein und eigentlich werden auch Menschen verscheucht, denn wenn man Koffein pur zu sich nehmen würde, dann wäre das ganz schön bitter. Erst in Kombination mit verschiedenen anderen Stoffen ist Koffein für uns Menschen genießbar. Genießen können wir Koffein nicht nur in Klassikern wie Kaffee, schwarzer Tee oder Cola, sondern zum Beispiel auch in Schokolade. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Eine Tafel Vollmilchschokolade enthält ungefähr so viel Koffein wie eine Tasse mittelstarker Kaffee. Warum solche Lebensmittel überhaupt Koffein enthalten, dürfte klar sein. Wir Menschen wollen das, wir brauchen das. Wenn wir Koffein zu uns nehmen, dann sind wir leistungsfähiger, länger wach, haben mehr Power. Ich brauche euch das gar nicht erzählen, ihr wisst das ja alles. Und genau das kommt auch bei Energy Drinks zum Tragen. Wobei es hier nochmal was Besonderes gibt. Energy Drinks sind natürlich deutlich bekömmlicher als Kaffee oder schwarzer Tee, was ja eher bitter ist. Das hier ist extrem süß, Monster oder Red Bull, und diese beiden Drinks enthalten auch noch Taurin. Taurin ist ein Stoff, der auch schon bei japanischen Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, die damit länger wach geblieben sind. Und so sind Energy Drinks ganz schöne Energiebomben. Sie haben aber auch eine negative, eine dunkle Seite, wenn man so will. Wie bei so ziemlich allen Sachen, die Spaß machen, ist es bei Energy Drinks so, dass zu viel schädlich sein kann. Zum einen, weil sich der Körper relativ schnell daran gewöhnt und der gewünschte Effekt dann nicht mehr so schnell eintritt. Und zum anderen, weil Energy Drinks auch krank machen können. Einige Experten sagen sogar, Energy Drinks können töten. Warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal noch kurz zu einigen interessanten Zahlen. Zwischen 2005 und 2010 hat sich der weltweite Konsum von Energy Drinks fast verdoppelt. Und zwar von 3,2 Milliarden Litern weltweit im Jahr 2005 auf 6 Milliarden Liter im Jahr 2010. Die Europäische Nahrungsmittelsicherheitsbehörde hat in einer Studie herausgefunden, dass 68% aller 10- bis 18-Jährigen regelmäßig Energydrinks trinken. Bei den Erwachsenen sind es immerhin noch 30%. Und jetzt kommt das Erschreckende: Bei Kindern unter 10 Jahren sind es 18%. Warum ist das so erschreckend? Naja, ganz klar. Zum einen natürlich, weil Energydrinks jede Menge Zucker, Süßstoffe und sonstige schädlichen Dinge enthalten. Zum anderen aber warnen Kinderärzte davor, dass Energydrinks bei Kindern dazu führen kann, dass sich die Wand zwischen den beiden Herzkammern verdicken kann. Und zwar so verdicken, dass es im Erwachsenenalter so ab 40, 50 Jahren dazu kommen kann, dass man sehr leicht Herzinfarkte bekommt oder sonstige Herzprobleme. Also ganz, ganz ernsthafte Dinge, die passieren können. Und das hängt mit dem Koffein zusammen. Natürlich ist es ja auch so, dass man einem 7- oder 8-Jährigen auch keinen Kaffee gibt. Warum dann also Energy Drinks? Jetzt sagt ihr vielleicht, okay, verstehe ich ja, ist alles in Ordnung, aber ich bin ja gar kein Kind mehr.
Also ist das für mich mit den Energy Drinks ja alles gar kein Problem. Damit habt ihr grundsätzlich auch nicht unrecht. Pro Kilogramm Körpergewicht gelten 3 Milligramm Koffein alle 24 Stunden als unbedenklich. Gut, klingt ein bisschen abstrakt, machen wir es mal an einem Beispiel. Sagen wir, ihr wiegt 60 Kilogramm. Da sind das 60 mal 3, also insgesamt 180 Milligramm Koffein, die ihr alle 24 Stunden zu euch nehmen dürft, theoretisch. Eine Dose Red Bull, ein Viertel Liter, enthält laut Herstellerangaben 80 Milligramm Koffein. Das heißt also, ihr dürft ein bisschen mehr als 2 solcher Dosen pro Tag trinken. Also pro Tag, wohlgemerkt, alle 24 Stunden. Dann ist die Menge Koffein in Ordnung. Das gilt aber nur, wenn ihr auch wirklich komplett gesund seid. Sagt ihr vielleicht, jo, bin ich natürlich. Aber wusstet ihr, dass laut Schätzungen 15% aller 11- bis 16-Jährigen unter unerkanntem überhöhten Bluthochdruck leiden? Und wenn das bei einem der Fall ist, dann können Energy-Drinks unter Umständen gefährlich und sogar lebensgefährlich sein. Ähnlich sieht es bei anderen unerkannten Erkrankungen aus, die zum Beispiel mit dem Herz zu tun haben. Auch bei Leuten, die übermäßig viel Sport machen, raten Experten dringend davon ab, Energy-Drinks zu trinken. Jetzt sagt ihr aber vielleicht, nee, das weiß ich alles, ich bin kerngesund, alles bestens. Was spricht dann noch gegen diese Getränke, außer vielleicht, dass sie unglaublich süß und deswegen auch ziemlich ungesund sind? Grundsätzlich erstmal genauso viel wie gegen andere koffeinhaltige Getränke, wie zum Beispiel Kaffee oder Cola, wobei man dazu sagen muss, dass Cola nur ungefähr die Hälfte dessen enthält, was ein Energydrink an Koffein in sich hat. Aber wenn ihr zum Beispiel Kaffee trinkt, dann werdet ihr mir zustimmen, dass man locker ein Latte Macchiato zum Beispiel einfach so wegziehen kann. Ein zweiter geht auch noch, aber bei einem dritten wird es schon schwierig, da hat man dann nicht mehr so richtig Lust auf Kaffee, zumindest wenn das kurz hintereinander kommt. Bei Energydrinks ist das ein kleines bisschen anders. Die gehen runter wie Öl, wie Wasser oder wie sonst was. Man will sogar eigentlich immer noch mehr, wenn man da mal anfängt zu trinken. Habe ich auch gemerkt, ich habe, wie ihr vorhin gesehen habt, hier einen Schluck getrunken und irgendwie will mein Körper da noch mehr von. Das ist ein großes Problem, denn man trinkt dann immer nebenbei beim Lernen oder beim Zocken oder bei anderen Dingen, die man halt so macht und bei denen man vielleicht fit bleiben muss und merkt gar nicht, wie viel man da irgendwann schon intus hat. Besonders gefährlich wird das in Verbindung mit Alkohol, vor allem mit Wodka. Wodka Energy ist ja seit Jahren das Trendgetränk überhaupt oder das beliebteste Getränk unter jugendlichen, jungen Menschen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat vor einiger Zeit eine Befragung gemacht unter rund 600 jungen Menschen und da kam raus, pro Nacht feiern wird ungefähr pro Person 1 Liter Energy Drink getrunken. Und ihr erinnert euch daran, was 1 Liter Energy Drink, wie viel Milligramm Koffein da drin sind? Genau, 320 Milligramm, also deutlich zu viel. Und das führt dazu, dass regelmäßig Leute in den Notaufnahmen der Krankenhäuser landen. Zum einen, weil sie natürlich zu viel Alkoholintus haben, aber zum anderen auch, weil die Energydrinks sich sehr negativ auf den Körper auswirken, beziehungsweise das Koffein, das da drin ist. Man bekommt dann zum Beispiel Kreislaufstörungen, man wird sehr nervös, man fängt an zu zittern, der Kopf tut weh, im schlimmsten Fall wird man auch bewusstlos, man tritt völlig weg und man kann sogar ins Koma fallen. Das sind alles die Auswirkungen von zu viel Koffein. Das heißt also, Energydrinks sorgen sehr, sehr stark dafür, dass wir es mit dem Koffein gerne mal übertreiben. Anders als jetzt Kaffee oder schwarzer Tee, von dem man dann eher nicht so zu viel trinkt. Und das schadet auf Dauer sehr unserem Körper. Es macht uns auch abhängig. Denn unser Körper gewöhnt sich so stark an das Koffein, dass wir Kopfschmerzen bekommen, Konzentrationsschwierigkeiten bekommen, total schlapp sind, wenn wir dem Körper mal nicht die geforderte Menge an Koffein zuführen. Was ihr dagegen tun könnt, ist ganz klar. Einfach weniger von dem Zeug hier trinken und auch euren Freunden Bescheid sagen. Unten in der Infobox habe ich euch etwas verlinkt, da könnt ihr ausrechnen, wie viel Koffein für euer Körpergewicht in Ordnung ist. Und da zählt übrigens dann auch Schokolade mit rein, also schaut einfach mal da vorbei. Und es gibt inzwischen sogar Forderungen aus der Politik, die noch weitergehen und sagen, naja, weniger Konsum ist schön und gut, aber wir brauchen Verbote. Energy Drinks sollten erst ab 16 Jahren oder sogar erst ab 18 Jahren erlaubt sein. Genauso wie Alkohol. Dagegen wehrt sich unter anderem der Interessenverband Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke e.V. Die schreiben in einem Positionspapier zu einem geforderten Verbot: Wir weisen darauf hin, dass Energy Drinks bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sichere Lebensmittel sind. Diese bereits langjährig vermarktete Getränkekategorie unterliegt in Deutschland strikten gesetzlichen Regelungen. Auf Deutsch, macht euch mal locker. Jeder weiß, dass man von dem Zeug nicht zu viel trinken sollte. Die Regelungen sind alle vollkommen in Ordnung. Und auch Forderungen danach, dass auf den Dosen und auf den Flaschen noch mehr Warnhinweise stehen sollten, die werden abgelehnt. Auch da heißt es, so wie es jetzt ist, ist alles bestens. Aber was meint ihr denn? Sagt ihr, naja, also wir nehmen immer mehr Koffein zu uns und das hängt vor allem mit den Energydrinks zusammen. Deshalb muss da dringend etwas getan werden, vor allem um junge Menschen zu schützen. Es braucht Verbote.
Oder sagt ihr, nö, so bis jetzt ist es in Ordnung, jeder muss wissen, wie viel er zu sich nimmt und das muss jeder selber im Blick haben. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Mehr Infos findet ihr wie immer in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr künftig kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal einfach. Danke schon mal dafür und bis zum nächsten Mal.